Herzlich willkommen hier zur heutigen Folge hier. Thüring, Ton. Ja, wir machen weiter mit der Ernte. Da ist Feldenrohr 60, 48 und 49. Jeweils Weizen. Das wird im globalen Markt gefahren. Das wird, morgen vom Arsch wieder ausladen, zum Brauerei bringen. Wir machen hier weiter. Und jetzt geht weiter mit Stroh sammeln. Ich muss noch. Und hier geht ihr mir alles her. Von Stroh bis zum. Ja, Lenkung geht nicht. Bis auf Weizen. Weizen, Stroh. Im globalen Markt. Zwei Anhänger habe ich leider gekippt. Ich kann es auch zur Not auch wieder hier rauskleben und das ist kein Thema. Alles kein Problem. Schaffen wir hier. So, die Zeit sieht jetzt auf. Schauen wir zurück zu Feld 60 und holen da den Stroh gleich mal weg. Das machen wir so nebenbei. Ups. Bisschen unnehmen hier, aber das ist gut. Das ist tragisch. Das wird gehen, ne? Für die Tempen wir das Jahr noch hier und dann werden wir die Karte neu starten. Aufgrund der Tatsache, dass die Karte V3 wird dann kommt. Und daher, dass sich die Gebäude verändern, was zum Teil Produktion, zum Teil ja, alles Zeug, alles, ne? Verkaufsstellen und so. Der globale Markt kommt fest hier rauf. Und wenn sie Gebäude verändern oder dazukommen, dann bleibt nur Neustädter Karte. Ich werde versuchen, alles, was ich so habe, mitzunehmen. Eine Möglichkeit. Alles, was Originalhöhe ist, so wie die Förderbänder, können ja theoretisch stehen bleiben. Und alles andere muss ich halt von meinen Garagen und Durchfahrhallen im Prinzip muss ich hier alles wegfahren, weil die im Prinzip dann nicht mehr verstehen können. Die Hallen kann ich natürlich nicht mitnehmen, das ist, weil es gibt, dass der Boden halt nicht dann so ist wie vorher. Das hat sich also die Terraforming verändert und dadurch ist es leider so, dass ich dann im Prinzip dann ja, von Null beginnen muss. Ne? Bei der nächsten Karte, dass man nicht so machen, Terraforming, sondern mehr ja, anderweitig irgendwie, mal sehen. Jetzt weiß ich nicht ganz so genau, wo wir klingeln sind mit dem Aufsammeln, ob wir in die Runde fahren wollten oder nicht. Ich glaube, wir haben hier schon gesammelt. Wir müssen da oben anfangen. Ja, das sind Traktoren ohne Kabine. Das ist, finde ich, originell. Die gibt es wirklich als Prototypen. Ja, man wird auch in europäischen Feldern nicht so sehr im Einsatz kommen. Glaube ich eher nicht. Weil. Da haben wir stehen geblieben. Beziehungsweise. Eben nicht. Weil dann im Großen und Ganzen die Felder zu klein sind, das ist eher was für USA, Russland, Ukraine zum Beispiel. Die haben halt diese großen Landflächen. Denn die Dinger dürfen auf der Straße ja nicht fahren. Also muss ich immer mühsam mit den Transporter bewegen. So. Das heißt,
Ding. Ich habe gerade vergessen, wo ich aufgehört habe, den Anleisten. Ich habe nur dann gedacht, na, jetzt verkauft man noch die Waren, bevor das sich wieder auflöst in Luft. Das Risiko steht immer dabei. Weiß ich, Surfer hört auf zu existieren. Keine Ahnung. Bleibt wenigstens Geld übrig, ne? Na gut, denk mal nicht, dass alles, weiß ich, 22 oder so, was dann ähnliches wieder kommt. Wird lange dauern, theoretisch. Das weiß man nicht. Das sind ja alles so Skripte, die jetzt was nicht für die Konsole geeignet ist. Ne? Das wollen die dann nicht haben. Von der Konsolenstelle. Ob das näher der PlayStation 5 auch so ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was dann machbar ist. Ich persönlich würde mir keine Konsole kaufen, weil am PC ist viel mehr möglich, ne? Konsole, wenn die dann 5 Jahre alt ist, tja, dann ist die halt auch von Entwicklung von 5 Jahren. Beim PC, da kommt dann jedes Jahr was Neues, ne? Besser, schneller, meistens. Von den Kosten, naja. In allermeisten Fällen eine kleine Steigerung. Aber man kann ja, man muss ja nicht, ne? Kaufen wir nicht. Ich überlege auch, wenn eine neue Grafikkarte rauskommen sollte. Auf den Gerüchten soll die ja kommen, im September, August vielleicht so. Und wenn dann es bessere Computer gibt, würde ich eher als Ganzes kaufen. Auf keinen Fall als zum Aufrüsten würde ich es nicht verwenden. Dazu ist die Grafikkarte teuer. So, wieder voll. Ab zum globalen Markt. Der Strom will da verbraucht werden für, na, ratet mal, Pellets. Dann werde ich da mal auch einen Outlife-Kurs anschließen für Pelletsfabrik. Damit so eine Arbeiten dann KI übernehmen kann. Ne? Beliefern von Produktion, das kann die KI am besten. Und ich brauche nur um Verkaufen kümmern. Das ist dann auch ganz viel. Ne? Wenn der Ding mal voll ist und ich richtig lange produziert habe, dann kommt was zusammen. Ja. Das Geld fürs erste Feld haben wir schon. Für Feld Nummer 29. Das muss nur noch reif werden. 29. Mit der Spaßkosten. 2,6. Und Feld 10 kostet 2,6. Feld 10 ist ein bisschen größer. Aber ich hoffe ja eigentlich noch, dass mal da jemand sagt, du kannst du mal düngen dafür, ne? Auch da kann man nicht rein. Ich hoffe mal, ne? Über dich muss es mit mir gehen. Da werden wir dann auch Stroh pressen, weil mit Ballen kriegen wir dann mehr weg, ne? Feld Nummer 48, 49 können wir ja theoretisch Strohballen pressen. Könnten wir. Müssen wir. Zwei Pressen haben wir da. Da sind wir. Wir rennen. Ja, jetzt ist gleich Samstag früh. Wir werden ein paar Runden spielen. T
Thüringen werde ich noch nicht vor aufnehmen, aber die Marsch. Die Marsch werde ich jetzt Samstag, Sonntag schon für die Woche aufnehmen, wo ich nicht da bin. Nächste Woche Freitag, da klappt noch alles mit dem Stream. Und Freitag, den 5. oder 6., weiß ich jetzt nicht genau, was denn da ist. Jedenfalls August ist auf jeden Fall schon. Das wird dann ausfallen, aufgrund der Tatsache, dass ich nicht da bin. Aber die Folgen werde ich trotzdem bringen, rausbringen. So, ich denke mal, das ist. Könnt ihr das andersrum machen? Dann werden wir sehen in der nächsten Folge. Also ich schaue mal in die verkehrte Richtung. Ich schaue immer vom Spiegel weg statt hin. So, jetzt kommt bald der Gegenverkehr, das könnte sein, ja. Muss entladen werden, man kommt eine Weile beobachten. In der Regel ist Outdrive für kurz oder lang dann da. Klappt eigentlich. Wenn es partout nicht weggeht, dann greife ich ein. Geduld haben. Na siehste. S97 mit noch irgendwo Raum. Ab und zu fahren die auch los und bringen das Getreide weg. Das ist klar, dann ist der Drescher eher voll, wie der Abfahrer zurück ist. Und 6 Fahrer, Abfahrer habe ich nicht. Beziehungsweise müssen wir den ganzen Anhänger kaufen. Wegen einer Ernte wäre Blödsinn, ne? Muss hier Dings sein hier. Pappe. So, wieder zurück. Können wir Stroh sammeln. So. So. Okay, dann los, abladen, ne? Ja, der fährt weg. Der muss dann voll sein. Das ist gut. Alles Geld, alles Bier für Thüringen. Für den Marsch. Hier kaufe ich dann Dünger ein und Saatgut. Später noch Blattmittel und das andere Zeug alles. Was ich da jetzt nicht mal als bauen will, als Produktion. Ne? Ich will ja nicht nur in die Einrichtung verkaufen, sondern auch als in beiden Richtungen mehr oder weniger, ne? Dass beide Karten dann Geld verdienen. Ne? Nachdem ich hier die Felder gekauft habe und dann umgezogen bin, eine neue Marsch, also neue Thüringen-Karte, dann muss ich wieder die Aussaat durchführen. Das heißt, den Augenblick brauche ich ja wieder Saatgut und Dünger und das hole ich mir dann halt von der Marsch. Ne? Und Landschuhmittel. Ich bin gerade geruckelt. Brauchen wir sie auch nicht. Das dauert schon ein bisschen lange. Wo steckt der? Teich. Na gut, das kann er ja nicht wissen, dass da ein Teich ist. Ne?
Muss ich eingreifen. Ein Teich oder? Naja. Ich kam fast durch. Die Bank. Tja. Und hol er wieder ab. Macht nichts. Können wir nicht ändern, ne? Ja, da oben soll der globale Markt hinkommen. Da nun alles so bleibt, jetzt ist, weiß ich nicht, aber wir werden so einiges umstellen müssen. Machen wir hier weiter, ne? Ja, für die Bank kann keiner was, ne? Ja, liebe Schauer, das soll es auch für heute schon gewesen sein. Für die heutige Folge. Schon allen einen schönen Rest Samstag. Und schon mal voraus, morgen einen schönen Sonntag. Falls ihr nicht Folge vergessen sollte. Tja, wir machen morgen weiter hier in Thüringen. Stroh sammeln und die Ernte vom Weizen. Und tschüss und ciao ciao und schönen Dank fürs Reinschauen. Bis vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.